Moin Leute, Trimax hier. Heute zocken wir SnowRunner, Rumatra und ich im Squad-Stream. Wir haben beide das Lenkrad da, mit vollem Programm. Das hat, wenn man über Steine fährt, meldet das rück, was alles passiert und vibriert und wackelt und ruckelt. Wir haben eine Kupplung unten drunter, Gas, Bremse. Wir haben hier etliche Tasten noch auf dem Lenkrad. Das Game an sich ist ja schon sehr schwer. Man geht ja komplett Offroad, fährt steile Klippen hoch, über Baumstämme, über Felsen, über Geröll und alles Mögliche. Jetzt machen wir First Person, das ist schon mal sehr, sehr schwer. Und dann noch mit dem Lenkrad. Kann auf jeden Fall geil werden. Ich glaube, das wird gut. Wir haben jetzt erstmal das Ziel, das Upgrade zu finden. Also wir wollen jetzt erstmal nur geradeaus, naja, was heißt geradeaus fahren? Das wird schon ziemlich schwer, da hinzukommen. Wir wollen das Upgrade einsammeln. Ich find's geil, wie das Lenkrad Rückmeldung gibt, was gerade abgeht. Fährst du richtig? Ich fahre dir erstmal hinterher, ja, ja, ne? Ich fahr richtig. Digga, ich trau mich gar nicht komplett Gas zu geben, Junge. Ja, ich auch nicht. Ich fahr so langsam. Vor allem das Auto, also SnowRunner an sich ist ja schon sehr, sehr, sehr schwer zu spielen. Das Lenkrad geht sauschwer bei dem Auto. Ja, ja, ja. Hals, Maul. Hals, Maul, Junge. Yo! Yo, yo, yo! Na, was, das was? Ist, man sieht das nicht so richtig, wie auch die, wie in First Person ist natürlich Hardcore. Egal, alles gut, alles gut. Alter, komplett drauf auf dem Gas. Jo, pass mal auf. Junge, du hast einen Kran dabei? Wie geil. Naja, damit habe ich vorher schon dieses Zement abgeholt. Das habe ich noch am Ende der letzten Folge gemacht. Lässig. Damit können wir Zement aufheben. Kippst du heute wieder um? Nee, heute machen wir einen Clean Run. Ich trau mich gar nicht, immer komplett Vollgas zu geben, weil das Auto so schnell... Rumatra! Was ist? Ich seh dich Assi, nicht. Assi, Assi, du bist ein Assi. Digga, wie das Lenkrad wackelt. Schnell, Rumatra. Was ist? Ich seh dich nicht. Assi, Assi, Assi. Oh! Assi. Digga, wie das Lenkrad wackelt. Der Motor ist hinüber. Oh. Wenn du sehen würdest, wie es mich überschlagen kann, du hast mich umgebracht. Wäre ich in diesem Auto, dann wäre ich tot. Ich wäre auch tot. So, das Bergen. Wieder alles zurück. Wir sind nicht weit gekommen. Was ist jetzt? Geradeaus. Durch. Ach nee. Oh. Können wir da durchs Wasser durchfahren? Schaffen wir das? Oh, du bist doch das scheiß Navi, Alter. Ja, wir müssen wenden und links neben uns die Straße rein. Ja, das hab ich mir schon fast gedacht. Sind wir mal zurückgefahren. Ich bin doch voll schnell hier. Das ist die Strecke? Max? Ja, ja. Okay, ich hab gedacht, ich fahr gegen den Baum. Ich sehe nichts in First Person, gell? Ich sehe gar nichts. Ich fahr blind. Ich sehe entweder den Himmel oder nur den Boden. Warte, haben wir aber hast du gute Strecke rausgesucht, dass wir first, wenn wir First Time mit Lenkrad spielen, hast du echt eine gute Strecke rausgesucht. Das Lenkrad ist tatsächlich normale Größe. Ich habe nur sehr große Hände. Ich habe riesen Prang und riesen Arme. Deswegen sieht das Lenkrad so klein aus, aber das ist eigentlich normale Größe. Zuschauer, in euren Händen würde das einfach aussehen. Holy shit, Mann. Das würde in euren Händen so groß aussehen wie ein Reifen. Ne? Mit euren zärtlichen Knabenhändchen. Oh, Max. Wie groß ist der größte von euch Zuschauern? 1,45? Ich fahr jetzt einfach mal vor, ja, ich weiß nicht, wie tief das hier ist. Bin 3 und 2,30 Meter, ist das normal? Ja. Das ist so die Art. Boah, das sind hier zwar ganz tiefe Wasserläufe, aber dafür nur kurz. Und man hat immer eigentlich irgendeinen Grip. Alter, Steffen, du fährst hier in Real Life lang. Ich hätte so Schiss dauerhaft. Oh, Halsmaul, wenn wir das packen. Clean, bin drüben. Ich auch. Das war eine gute Tour. So, wir haben es komplett verpasst. Du hast nur Scheiße gelabert, wir sind vorbeigefahren. Perfekt. Einmal wenden. Was? Chill doch. Wenden. Ich kann nicht wenden. Ich kann in First Person nicht wenden. Okay, ich wende in First Person. Und jetzt einmal ganz schnell wenden. Da hat er einen guten Wende. Ja, das ist geil. Jo! Was? Du bist im Weg. Ich kann nicht viel weg. Es geht... Hör doch auf! Ich kann nicht weiter zurück, siehst du es denn nicht? Fahr doch nicht vor! Der, wer endet denn mit unseren Karren auf einer Steilklippe? Okay. Geht weiter. Ja, ich hab das Lenkrad von der... Ich hab da einen Fehler gemacht, ich hab's aus Versehen von der Kreditkarte von meiner Freundin bestellt. Echt jetzt? Oh mein Gott. Die zahlt einfach 800 Euro für ein Auto und du kaufst dir ein Spielzeug-Lenkrad für 400. Sie hat ein richtiges Auto für den doppelten Preis. Ja, das war falsch, weil das war falsch eingetragen genug. Rumatra, Hilfe? Hilfe, Rum... Oh, Mann!
Alles gut, alles gut, alles gut, alles gut, alles gut. Ich bin gerade umgefallen. Was bist du? Ich bin umgefallen. Ich liege. Dass du jetzt nicht mehr weiterfahren kannst? Ich kann nicht mehr weiterfahren. Du kannst nicht mehr weiterfahren. Du musst mich retten. Oh mein Gott. Du ziehst mich halt auch einen Berg hoch. Weißt du, was besser funktioniert, wenn du auf die andere Seite fährst und mich umkippst? Weißt du, was ich meine? Dass ich mich einmal komplett überschlag. Boah. Boah, ja? Yo, oh yo, yo! Ich glaub es nicht. Du schleuder mich doch nicht! Alter, wir sind Akrobaten. Wenn ich jetzt falle, dann war's das. Ja, wenn du jetzt fällst, dann war's das. Was für eine epische Szene war das? Und jetzt? Der, wir können auftreten in so einem scheiß Truck-Zirkus. Also, das ist ja Wahnsinn. Das ist ja Wahnsinn. Wow. Wow. Also, mein Streamtitel ist eigentlich aus Ironie ursprünglich gewesen: Die besten LKW-Fahrer EU West. Und nach der Szene sind wir es auch einfach. Assi, du bist ein Assi. Digga, wie das Lenkrad wackelt. Komm, halt durch. Ich komm direkt zum Upgrade. Siehst du mich kommen? Nein. Ich kann mich nicht umschauen mit Lenkrad. Ich höre dich. Und ich sehe dein Licht. Oh, da ist ein... Ja, sammel ein. Wir haben es geschafft. Erhöht steht zur Kauf zur Verfügung. Und let's go. Jetzt kommt das... Ich sag, das schaffen wir nicht. Aber viele Zuschauer werden das vielleicht lustig finden. Wenn wir es schaffen, sind wir Legenden. Das Clippen-Upgrade-Teil. Mein Truck Alter, hat nicht mehr so viel. Geil, wieder auf der Straße zu sein. Da kannst du dich auch mal ein bisschen zurücklehnen, auch mal ein bisschen einhändig fahren. Ja, wir sind wieder runter von der Straße. Und wir sind wieder runter von der Straße, wieder Freiheit-Modus. Ich werde das jetzt auch mal hier den lässigeren Style. Bisschen zurücklehnen, einhändig auch mal ein bisschen. Ich muss mich echt sputen, Alter. Mhm. Sumatra, oh, umdrehen. Uff, wieso? Ich habe versucht, einhändig zu fahren. Ich habe keinen Sprit mehr, um dich zu retten. Umdrehen, retten. Niemals locker einhändig. Ich weiß gar nicht, wie ich umgefallen bin. Ich hatte eine Hand am Lenkrad, sofort. Wir können meinen Sprit absaugen, in dich reinspritzen. Das geht nicht. Jetzt zeig mal, was du kannst. Bitte. Oh, das ist für dich so einfach, ne? Ich bin so eine kleine, leichte Missgeburt. Oh, ich fahre hier einfach rückwärts wieder lang, gell? Aber du bist schon ein guter Spieler. Aber hinter diesem yep. Warte, einmal überschlagen. Und wieder zurück. Oh mein Gott. Wir sind so gute Spieler. Wie kommt's, dass wir so gut sind? Let's go. Warte kurz, ich muss kurz ein Ding nach vorne fahren. Warum macht der Dreck so viel Spaß? Ja, ja, es ist unglaublich. Ich habe noch ganz wenig Sprit, aber ich pack das. Also ich stehe in... Rumatra! Oh nein! Das ist jetzt schon der dritte Flip. Komm schon, Junge! Komm schon! Let's go! Alter, ich hab dich jetzt schon dreimal gerettet und immer wieder unfassbar halt gut. Ach, Digga, Rumatra, das ist jetzt schwach! Es ist zu krass an der Stelle, ich komme hier nicht weg. Ich komme auch an dir nicht vorbei. Ich werde da jetzt auch sterben, wenn ich versuche, an dir vorbeizufahren. Ich kann dir halt nicht vorbeifahren, es geht nicht. Bleib mal mit der Winde dran, während ich fahre. Nee, das geht nicht. Ich fall wieder um. Oder? Du hast die Winde wieder gelöst. Du löst ja dauerhaft die Winde. Ja, aber jetzt hab ich's. Ja, ich hab's. Wir haben es geschafft. Ich habe noch 5 Liter Tank. 5 Liter Tank reichen für 10 Sekunden mit meinem Auto. Crazy, Junge. Wir haben es gepackt. Ich finde, es sieht auch so lässig aus, wie wir hier zu zweit einfach mit dem Auto stehen. Irgendwas, es hat irgendwas. Das ist ganz, ganz komisch. Und jetzt fahren wir da runter und lassen uns danach bergen. In First Person, okay? In First Person da runter? Ja, mit First Person da runter. Fahr du zuerst. Ich fahr los. Ist das Top Speed? Ich habe keinen Sprit mehr, um da runter zu fahren. Echt nicht? Ja, es ist auch. Oh, wie unbefriedigend. Es ist extrem unbefriedigend. Kannst du noch zurückfahren? Leerer Tank, 0 von 240 Litern. Oh mein Gott. Du kannst ihn doch nicht mal selber umbringen. Ich drück Gaspedal. Geil! Bist du weiter links? Easy. Und jetzt geradeaus. Das klappt. Und jetzt fährst du damit Vollspeed runter. Vollspeed! Ja, Mann! Oh Mann. What the fuck? Oh Mann, ich will das auch, Max. Ich hab gar kein Damage kassiert. Ich fahr jetzt immer hier lang.
Was lernt man daraus? Knallt ihr mit dem Auto eine Klippe runter? Passiert euch nichts. Alter. Oh, ich kann nicht mehr bremsen. Ich kann nicht mehr bremsen. Super, ich hab's total überlebt. Ich habe mich jetzt geborgen, gell? Das ging nicht anders. Hier ist ein chilliger See. Geradeaus. Gefährlicher Wasserstand. Oh. Ja, Abkürzung haben wir geholt. Ich will einfach nur mein Auto kaputt machen, wenn ich dann berge, aber ich krieg mein Auto nicht kaputt. Mein Auto ist unkaputtbar. Ich komme hier auch einfach wieder raus. Ich habe eine Aufgabe für uns. Unkaputtbares Auto, ich berg mich ganz kurz. Ich krieg mich nicht getötet. Lass nach Taimir aber dann zum Steinbruch fahren, okay? Okay. Wir fahren links oben zum Aussichtspunkt und von da können wir zur nächsten Map und da wollen wir hin. Let's go! Nee, nee, ich hab schon gut gefetzt. Oh lol, das Lenkrad! Das fühlt sich wirklich so an, als würde man über den Stein fahren. Wie nennt man diese Funktion, dass das Lenkrad, das ist ja gar kein Vibrieren, das schlägt ja mir in die Fresse gefühlt, das Lenkrad. Ja, das ist Force Feedback. Force Feedback? Ja. Ja, ich fahr noch richtig. Warte kurz, wir müssen. Ups, alles klar. Da rein. Bist du hinter mir? Und jetzt scharf rechts. Okay, und jetzt scharf rechts. Bah! Oh, oh. Also bist, ja, ich hab dich gewarnt und du hast dich über mich lustig gemacht. Nö. Das ist der Weg. Das ist der Weg. Ich habe gesprochen. Wir sind über 17.000 Zuschauer die ganze Zeit. Was? Wir fahren uns zum größten Stream Deutschlands. Safe. Monte hat Angst vor dem Lenkrad. Ah, ich hab Angst. Matra! Oh, nee. Hast du gerade Props? Oh mein Gott, nee. Du liegst so, dass ich dich nicht. Ja. Nee, du bist nicht dran mit dem Kran. Was machst du denn? Ich bin dran an dir. Nein. Doch, du Oger. Nein, du bist nicht an mir verbunden bei mir. Oh mein Gott, bin ich am Baum? Oh mein Gott, du bist am Baum. Nein, warte kurz. Ja, ich bin am Baum verbunden. Oh, tut das weh. Also Blöde ist halt, das landet dann direkt wieder in den scheiß Highlights drin. Ich kann nichts dagegen tun. Ach, Digga, jetzt kommt wieder Optimus Prime und transformiert sich. Wow. Was bringt das denn? Lass das. Oh, wo hast du nicht jetzt festgemacht? Mhm. Oh mein Gott, das war's, Max. Oder? Halt's Maul. Never! Oh no! Ja, müssen wir bergen, du hast geschissen einfach. Ja, ich hab geschissen, es tut mir leid. Was war das? Hier ist was umgefallen. Okay. Saunervige Anfrage. Und nun? Nicht schon wieder. Hör ich Bongos? Ja! Das sind Bongos. Jawohl! Nimmst du schon mal vom Stein weg? Junge. Alter. Nein! Oh nee! Ja, nochmal, komm. Ja! Immer wieder gern. Max? Ja? Max? Ja? Du fährst vor. Ich flipp. Du bist jetzt nicht geflippt, oder? Doch. Nein. Hast du gelöst? Ja, aber pass auf. Das ist so unsatisfying mit dir. Und hier, wenn ich mich so reinkeile hier und dann so leicht links, rechts. Bisschen Keile. Das Keilen ist halt sehr wichtig, ne? Ich gehe jetzt hoch und halte mich jetzt hinten bei dir so ein bisschen fest.
sich einfach ein bisschen festzuhalten, so. Oder ein bisschen behandeln auch ein bisschen das Auto, weißt du? Ja, ich glaube noch ein bisschen und ich flipp. Da geht's ja nämlich auch runter. Oh! Also ein bisschen schön im Kran rein, keilen so ein bisschen. Ich hab die Angst, dass wenn du mich jetzt einmal flippst, dass ich den kompletten Berg runter. Nein! Wir schaffen es dich zum ersten Aussichtspunkt in Russland. Lilo in Snitch, aber Lilo ist halt vor dir am Wachturm. Bin festgefahren. Aussichtsturm entdeckt. Das macht man nicht alleine, er muss halt immer warten. Das hatte ich mit Miki auch so gemacht. Miki ist der bessere Mitspieler. Meine Strecke ist halt geil, das ist halt Content. Hashtag Content in den Chat. Wer hier lang fährt, der hat einfach Eier. Guck dir das mal an hier. Zieh's dir einfach mal rein. So, jetzt wäre ich von hier oben zum Aussichtsturm gefahren. Also wenn ich diese Strecke halt schaffe, das ist ja eine der schwersten Strecken im gesamten Game. Wenn ich schaffe, ist krass. Es reicht ja, wenn du den Steinbruch entdeckst, dann können wir uns ja beide dahin porten, ne? Ja. Es muss nur einer zum Steinbruch schaffen. Die Frage ist, wie fahre ich jetzt zum Steinbruch? Du fährst jetzt wieder links runter auf die Straße. Okay, ich fahre hier so. Und ich mache hier halt komplett Offroad as fuck. Ich komme gar nicht mehr zurück zur Straße. Alright. Du musst es schaffen, Romatra, ne? Ich habe versagt. Bist du umgefallen? Ja. Echt jetzt? Du bist auf der Straße umgefallen. Nein, das war keine Straße. Also das ist eine Straße zu nennen, ist eine Frechheit. Ich dachte das hier niemals. Ja. Hast du geschafft? Nö. Ich werde flippen. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Wo bist du? Oh, es ist dauerhaft, ich bin dauerhaft am Flippen und falle dann doch noch wieder in die richtige Richtung. Alter, warum wird die Rockmusik jetzt lauter? Solider Country Rock. Ich muss mich bergen. Da führt kein Weg dran vorbei. Okay, Comrade. Stimmt, wenn mit Lenkrad so schwer zu lenken ist, mit dem Controller so easy, wieso fährt man dann in Real Life nicht mit dem Controller? Boom. Gute Frage. Kommt vielleicht bald. Ich hab's geschafft, ich bin am Steinbruch. Echt jetzt? Ja. Dieser Korridor scheint momentan gesperrt zu sein. Was? Sag nicht, dass alles umsonst war. Es war alles umsonst. Wollen wir erstmal die zwei Wachtürme machen? Du fährst zu dem Wachturm unten. Ich fahr den unteren und du fährst zu den, ja. Ja, genau, das machen wir jetzt erstmal, okay. Ja, we got it. Ich würde nicht sagen, hier ist ein Strong. Oh. Hier ist kein Weg, aber hier war mal ein Weg. So, ihr genießt jetzt die Aussicht hier. Das ist ja so dreckig weit. Willst du mich verarschen? Was denn? Ist das noch weit? Oh. Ich muss hier um jeden Millimeter strugglen und richtig leiden. Ich dachte, ich wäre kurz davor. Okay. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Jetzt ist das Ding auch noch zusätzlich auf einer scheiß Klippe. Das hat man eben nicht gesehen, Romatra. Guck dir die Scheiße an. Ich will es aber nicht flippen. Oh, das ist so close for a flip immer. Das kam ja an mir hier. Ich will nicht flippen. Du hast den Auftrag und nicht. Oh, Scheiße. Romatra, ich will nicht flippen, Mann. Auto so am Kämpfen, der Tank ist so niedrig. Matra? Ja? Ich will nicht flippen. Matra? Ja? Ich will nicht flippen. Das ist so solide. Alter, ich hab's gepackt. Krass.
Ey, ich will jetzt ja nicht pushen, ne? Aber ich bin first Tag mit dem Lenkrad. In Taimir. Bei der Werkstatt losgefahren. Mit Rumatra diese ganze Strecke. Hier lang, dann hier oben lang. Hier oben zum Aussichtsturm, hier lang gesurft. Hier lang, hier lang, hier lang, hier lang. Hier durch, hier hin. Die ganze Strecke zurück. Kompletter Sumpf. Alles scheiße. Hier hört die Straße einfach völlig auf. Das sind keine Häuser, die sind 40 Jahre alt. Wo bin ich hier lang gefahren? Ja, hier lang und dann hier hoch nochmal. Das war so geil. Also ihr müsst mal ganz gediegen eure Meinung in die Kommentare schreiben, wie ihr das fandet, auch mit Lenkrad. Also es hat einfach sehr viel Spaß zu zocken gemacht. Ich weiß nicht, wie es beim Zuschauen war. Kanal abonnieren und nicht zu verpassen. Nächstes ist das Schneegebiet. Das Game heißt SnowRunner. Wir waren noch nie im Snow. Das war einfach ganz wichtig. Ja, das ist ein bisschen low. Irgendwann muss auch mal ein krasser Truck kommen. Es macht einfach ganz viel Laune und ist sehr chillig und lustig und geil. Okay. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Haut rein. Tschüss.